Am Donnerstag startete eine der größten Fußballfahrten in ganz Deutschland. Sie führt jährlich von Regensburg nach Altötting. 5000 Gläubige legen dabei in nur 3 Tagen gut 100 Kilometer zurück. Durch die Einsteiger auf der Strecke wird sich die Zahl der Teilnehmer bis zum Ende verdoppelt haben. Und so werden am Samstag rund 10.000 Pilger in Altötting erwartet.